Mein Name ist Klaus Kempe und mir wurde die Frage gestellt: Wissen Sie, was Ihre Immobilie wirklich wert ist? Eine Frage, die man ganz kompliziert beantworten kann. Ich will es aber einfach machen. Und da kommen wir schon zu dem ersten Konflikt. Die Gutachterausschüsse machen das akademisch richtig aufgestellt mit allen Herausforderungen. Aber der Konflikt ist immer, dass letztendlich nur Angebot und Nachfrage natürlich den Preis regeln, so wie das bei Aktien und bei anderen Sachen auch der Fall ist. Deshalb kann man natürlich bei ImmoScout reinschauen oder bei ImmoWelt und kann sich die Vergleichspreise von vergleichbaren Objekten natürlich anschauen. Ein guter Makler sollte das wissen und er sollte die Vergleichspreise zu dem Angebot natürlich auch kennen. Wichtig ist natürlich, dass man auch den Hintergrund dazu versteht und den dazu kennt. Und den will ich Ihnen mal ganz kurz erläutern. Das wichtigste Buch im Falle der Bewertung ist eigentlich Ross Brachmann. Die Herren sind beide mittlerweile tot. Das ist die 30. Auflage, gibt schon mittlerweile mehr Auflagen. Die haben die Grundlagen geschaffen, nach denen wir heute bewerten. Es gibt natürlich die Bewertungsrichtlinien der Bundesregierung. Haufe hat dazu einen riesen Ordner gemacht. Den kann man sich auch anschauen und den kann man sich kaufen. Grundstücks- und Gebäudewertermittlung in der Praxis. Da hat man natürlich auch alle Eventualfälle von der Bewertung von Wegerechten, von der Bewertung von Rentenrechten oder von anderen Dienstbarkeiten bis in die Details rein. Ich will es entsprechend einfach halten und das, sage ich mal, kann man auch natürlich gut wieder im Internet nachschlagen. Da sind die Wertermittlungsrichtlinien 2016. Das ist die Grundlage der Bundesregierung, um Wertermittlungen im Falle der Enteignung heranzuziehen und da den richtigen Wert zu finden. Mustergutachten kann man sich übrigens auch sehr gut bei zvg-portal.de anschauen. Die Ergebnisse oder die Gutachten, die da drin sind, werden natürlich dann durch die Zwangsversteigerung gesehen. Entweder wird der Verkehrswert erreicht oder er wird nicht erreicht. Die Abweichungen im letzten Jahr bei den Zwangsversteigerungen, und ich war bei vielen da, sind bis zu 100%. Manche Immobilien bringen unter 50%, manche bringen über 100% mehr. Je nachdem, nach Lage und Nachfrage nach solch einer Immobilie. Denn das ist letztendlich der Markt selbst. Was wird da gezahlt? Mit Gutachten oder mit Wertschätzungen wird man immer nur eine Annäherung an den Markt versuchen zu erreichen. Die Einfachheit, die da drin letztendlich in der wirklichen Begutachtung liegt, habe ich allerdings auch in meinem Buch Der Makler heute. Das war das erste Buch. Ist schon ein bisschen alt. Es ist noch von 1982 in etwa zusammengefasst. Und da muss man die Grundlagen zu wissen. Das ist das erste Mal, dass man den Grundstückswert ermittelt. Der Grundstückswert, den ermittelt man am besten über Boris plus NRW, also auch im Internet. Und da sind die Gutachtenwerte für die Grundstücke drin. Das bezieht sich immer auf ein Standardgrundstück und auf die Nutzung, die durch den B-Plan, durch den Bebauungsplan entsprechend festgelegt ist, aber die dazugehörigen Erklärungen finden Sie auch auf den Seiten. Das ist das Grundstück, der Grundstückwert. Dazu kommt natürlich der Gebäudewert. Den Gebäudewert, den ermittelt man nach den Neubauherstellungskosten 2017. Die finden Sie im Internet, sind 49 Seiten, muss man sich in etwa angucken. Da sind natürlich objektspezifische Auf- und Minderwerte noch dazuzugeben und entsprechend Zu- und Abschläge zu machen. Und zusätzlich kommt natürlich noch die Altersversorgung. Das ist wieder Ross Brachmann. Da gibt es Altersabzugstabellen je nach Lebenserwartung der Gebäude und entsprechendem prozentualen Abzug. Grundstückswert plus Gebäudewert, dann haben Sie den Sachwert. Beides zusammen nennen wir Sachwert. Und auf der anderen Seite wird für eine Immobilie, denn es geht ja darum, dass man die auch nutzen kann, dass das einen Ertragswert hat. Der Ertragswert ist dann eben der zweite Wert dazu. Das heißt, man nimmt die Bruttomieteinnahmen, macht üblicherweise einen Abschlag von ca. 30% und hat dann den Nettomietwert und den kapitalisiert man. Die Kapitalisierungswerte sind die Liegenschaftsgrund Zinssätze, die auch von den Gutachterausschüssen festgelegt werden. Die sind mal mehr, mal weniger, so um 5% für ein normales Wohn- und Geschäftshaus kann man davon ausgehen. Also kapitalisiert mit 5%, dann haben Sie den Ertragswert. Jetzt haben Sie Sachwert plus Ertragswert. Das ist ein Doppelwert. Man kann nicht beides bezahlt kriegen, weil es ja nur ein Haus ist.
Aber auch das hat es schon gegeben, dass die Leute das wollten. Also man nimmt den Sachwert plus den Ertragswert und daraus zieht beides zusammen und nimmt davon die Hälfte, dann hat man den Mittelwert. Das ist das wesentliche Vorgehen in einem Gutachten oder in einer Wertschätzung, mit dem man den Wert einer Immobilie ermittelt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Ich stehe Ihnen natürlich für Rückfragen zur Verfügung. Wir haben über die vielen Jahre sehr, sehr viele Wertschätzungen gemacht, haben auch sehr, sehr viele Wertschätzungen im Hause und können auch die Abweichungen, die es zu der Praxis und zu den erzielten Werten denn letztendlich gibt, ganz gut nachvollziehen. Vielen Dank.